Obwohl, nee, hätte ich glaube ja, ich du, nicht. du hattest ja Gewaltmarsch. Nee, ich hätte mit der anderen Armee hätte ich ja rekrutieren können. Aber damit wäre ich dann auch im Grunde, ich glaube nicht, dass ich da wirklich Einheiten gekriegt hätte. Eine hätte ich vielleicht rekrutieren können, also. So, oh, Forschung abgeschlossen. Das ist natürlich super. Was will denn Sardes? Ist er fast mit einer Fullstack-Armee vor meiner Tür, aber die mögen mich. Also mag ich sie auch. Ich mag deine Fullstack-Armee vor deiner Tür. Ja. Vor meiner Tür. Vor meiner Tür, ja. So, Bogenschützen und hier Bürgerkavallerie, Kamelsperrkämpfer, Pikeniere. Aber ich gehe. Jetzt muss ich überlegen. Ich muss Salami erobern. Heißt natürlich nicht so, aber ich nenne es so, weil es lustig ist. Okay. So. Sabotage, erstmal Vorräte vergiften. Erfolgreich. Läuft bei der. Die wird jetzt richtig gut. Warte, ihr könnt noch nicht angreifen. Ah, genau, da oben wollte ich jetzt den neuen General machen. Den Politiker von den anderen. Jüdische Familie. Die haben Politiker. Archelaus. Okay. Dann kommt die Laus hier hoch. Wo ist die Laus? Nein, nein, nein. Da ist die Laus. Gut. Armee aufstellen. Was für eine ist billig? 200, 200, 210, 200, 200, 230. Dann nehmen wir die 200. Ja. Super. Tut mir leid. Hunger nach einer Schlacht ist überhaupt nicht drin für euch. Also die Schlacht ist nicht drin. Hier müsste ich die... Ha. Großer Hafen. Baue ich hier rein. In Antiochia. Ah, ich wollte noch kurz sagen. Sag was. Sprich dich aus. Ich spreche mich aus. Und zwar in 3, 2, 1. Genau. In der großen Kampagne, in der Solo-Kampagne, kann man ja immer mehrere Wege zum Sieg. Oder hat man mehrere Wege zum Sieg, und beim Against ist es wirklich so, dass man nur einen Weg zum Sieg hat, und zwar den militärischen Sieg. Und zwar muss man seine Hauptstadt behalten und muss den Gegner besiegen. Also in meinem Fall ist jetzt, ja, ich muss Sparta besiegen. Deswegen, das nur als kleiner Hinweis noch. Heißt es aber, sobald du Sparta erobert hättest, hätte ich verloren? Genau. Also auch wenn ich alle anderen noch habe. Mhm. Also egal wie groß du bist, sobald ich Sparta habe, hast du verloren. Krass. Krass. Sparta angetroffen. Warte, ich schau mal. Du magst mich gar nicht. Du bist voll unfreundlich hier. Ja, ist so. Im Namen von Hermes seid gegrüßt. Sprecht. Aber täuscht mal nicht mit verstrickter Rhetorik. Digga, du bist. Mit wie vielen Fraktionen bist du denn. Nee, stopp. Bist du denn im Krieg? Ja, schon, gell? Ich. Ziemlich heftig, ne? Ägypten, Arier, Dranginia, Zypern. Ja, die meisten waren meine Saparin, ne? Also, die sind in der ersten und zweiten Runde abgesprungen. Vor allem okay. Arier verstehe ich nicht, weil ich eigentlich, die mochten mich und ich habe denen geholfen quasi, also naja, keine Ahnung. Du hast angenommen. Ist meinem Volk wirklich, ja. Und den Göttern super gefallen, Männer. Dann ich weiß, dass ich dein Volk mit diesem Treffen ehre. Ich werde zuhören. Ist mir bewusst. Kann ich nicht. Okay, Athen mag mich gar nicht. Durch die Freunde, die er wählt, beurteilen. Euch ja, okay, handeln will er auch nicht. Armenien, hallo, die sind neutral.
Ich werde mir eure Rede geduldig anhören. Moderat? Wollen Sie nicht? Ich fürchte Handel mit euch. Sorry, jetzt wird es gerade ein bisschen langweilig. Unsere Händler machen ihre Geschäfte woanders. Oh, nicht Angriffspakt haben wir schon. Aber die wollen trotzdem nicht handeln. Blöde Kühe. Ich bin so ein Idiot. Wieso was denn? Oh Mann, ich muss echt erstmal wieder richtig rein. Ja. Ich hätte mein Gebäude schon ausbauen können. Also, ja, das ist überhaupt kein Ding. Ich bräuchte einen neuen Agenten. Aber ich habe natürlich 0 Gold. Okay. Dann bist du dran. Ja, mein versteckter Agent wurde schon wieder entdeckt. Ich habe die Seleukiden angetroffen. Ja, hallo. Und gerade gemerkt, dass ich dieses Gebäude ausbauen könnte, um spartanische Hopliten zu rekrutieren. In 3 Runden dann. So. Dementsprechend kann ich jetzt aber auch nicht mehr rekrutieren. Ich gehe aber trotzdem mal wieder aus dem Gewaltmarsch raus. Ja, das ist besser. Ups, sorry. So, und steppt dann wieder darüber. Warte mal, bin ich mit Athen im Krieg? Weil diesmal kam die Meldung unerlaubtes Betreten gar nicht. Dann Nein, eigentlich nicht. Okay. Habe ich auch nichts dagegen. Wie schaut das denn eigentlich bei mir mit der Politik aus? Oh, sehr gut noch. Warte mal, ich mach mal kurz das Mikro aus, weil ich die Tür zuknallen muss. Okay. Okay. Achso, ja, gut. So. Ich glaube, aber ich bin soweit. So. Bin auch wieder da. Mache ich noch eine Einheit Hilotensteinschleuder, hab ja sonst nichts zu tun. Gut. Mal gucken, mit einer 17-Mann-Einheit könnte ich sogar fast hinkriegen, glaube ich, Apollonia einzunehmen. Mhm. Aber auch nur fast. Oh, wenn fuck, irgendwas wurde gegen meine Armee eingesetzt. Ja. Ich glaube, meine Vorräte wurden vergiftet oder so. Ja, oder Befehle abgefangen, dann kannst du die nicht mehr bewegen. Das nervt. Nee, das, da war so eine grüne Wolke, das kommt, so, glaube ich, bei Vergiften. Genau. Ach ja, toll. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung und weiteren kommenden. Aber Horus ist doch nur so ein winzig kleiner Fleck auf der Karte, oder? Ich werde ein bescheidenes Festmahl aus Oliven und griechischem Wein. Ja, die haben mir gerade 900 Gold gegeben, damit wir wieder Frieden haben. Ah ja, das sieht nach unvergiftet aus. Da ist gerade eine fette Armee, eine. Oh, Scheiße. Eine Fullstack-Armee zu mir rein. Das gefällt mir. Ich überlege gerade. Gar nicht. Was denn? Ob ich. Ich hab's vergessen. Dann überleg mal weiter. War kein besonders guter Plan, scheinbar. Hm.
Oh, jetzt sagt nicht, dass ich da nicht hinkomme. Warte mal, ich geh mal. Ah, doch, okay. Super. Ja, die rudern ja schon. Jetzt schreie ich so. Gut. Bei mir sind gerade die Händler des Todes eingefallen. Die werden jetzt nächste Runde Dura einnehmen. Und Palmyra, das ist meine jetzige Armee. Aber ich habe kein Gold mehr. Uiuiuiui. Das wird nochmal lustig. Du gehst weiter nach. Nach da. Bisschen schneller. Da. Der Stolz bleibt da stehen. So, Diplomatie. Quitri, die hasst mich wirklich krass. Okay. Dann bist du dran. Sehr gut. Gleich nach. Hier. Ja, Vorräte vergiftet. Ihr habt eine technologische Weiterentwicklung erzielt, die euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern verschafft. Oh, oh. Mein versteckter Agent wurde schon wieder entdeckt. Das kam fast unerwartet. Naja, mit so einer fetten. Ja, bisschen auffällig. Schon, oder? Warte, ich muss mal eben kurz. Ah, da, die, okay. Was war? Ja, ich muss jetzt gerade mal, ich muss meinen Forschungstrees nochmal durchgucken gerade. Ah, okay, da geht das weiter. Eigentlich auch nicht ganz blöd. Docks brauche ich gerade überhaupt nicht. Mach ich lieber den. Kommandant? Ja. Oh, weißt du, was halt jetzt Kacke ist? Was denn? Dadurch, dass meine Vorräte vergiftet sind, kann meine Armee. Hat schon nur noch 50% der Bewegungsreichweite. Mm, und um Plündern zu aktivieren, brauche ich 50. Ah, Kacke, Alter. Warum funktioniert? Ja gut, so, aber das war letztes Mal am Anfang auch so. Ich steppe da jetzt einfach schön so über die Grenze rüber. Mal gucken, ob meine Agentin dieses Mal irgendwas hinkriegt. Wäre eine angenehme Abwechslung. Ja, so, sobald du ein bisschen besser dran bist oder also Level up passt, dann passt es schon. Na super, ich wusste, dass meine Agentin mal wieder nichts auf die Reihe kriegt, weil jetzt ist sie verwundet worden. Im braunen Zeit, ehe sie ihren Dienst wieder aufnehmen kann. Es steht jetzt aber nicht dabei, ob sie es noch hingekriegt hat, aber ich vermute mal nicht, weil sie kriegt. Nee, wenn man verwundet wird, dann ist das quasi ein Gegenschlag vom Gegner. Ja. So, was bist du eigentlich? Periodische Speere. Diese Einheit habe ich irgendwie noch nie verwendet. Okay. Sie ist halt wahrscheinlich auch einfach nicht so gut wie die anderen, aber. Ja. Eurem Volke zu dienen ist eine große und glorreiche Sache. Jo, sehe ich auch so. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube, jetzt darfst du gleich ein Gefecht machen. Ist dem so? Weil der Kri wird mich angreifen. Oh, warte, was macht Ägypten? Stopp. Achso, der handelt gerade mit dir, oder was? Ja, der verhandelt gerade mit mir. Achso, okay. Ich dachte ja, der kommt jetzt mit so einer fetten Armee zu mir.
Okay. Der jagt gerade meine Flotte, beziehungsweise mein Schiff. Oha! Oha! Greift er dich an? Oha! Ach du Scheiße. Was passiert? Ich darf ein Gefecht spielen und das sieht ziemlich aussichtslos aus. Aussichtslos? Ja. Aufgestellt ich 1766 Mann. Der Gegner aufgestellt 1839, Verstärkung 557. Naja. Soll ich als KI oder zuschauen? Wie du magst, aber gegen, dass du gegen mich spielst, bin ich stark dagegen. Ja, dann schaue ich zu. So, schauen wir mal. Weil, ja, da kannst du sehr gut dich einbunkern und... Mhm. Ich bin unten am Berg, oder? Du bist unten am Berg, ja. Oder, also, der gelbe Kreis ist unten bei dir, oder? Mhm. Mhm. Ja, aber dadurch, dass du nicht den... Ja, okay, Berg, naja. Ja, wobei. Das ist schon eine kleine Steigung. Ist die Frage, ob ich die jetzt zu meinem Vorteil oder zu meinem Nachteil wird? Also Vorteil für dich wäre natürlich gewesen, wenn es nicht so ist. Also wenn es anders wäre. Mhm. Andersrum. Dann wäre es zumindest ein größerer Vorteil. Kannst du das sehen? Was? Kannst du die Zeichnung sehen? Ja. Gut. Dann kann ich dich ein bisschen unterstützen. Fett in Rot malst du mir irgendwelche Pfeile auf meine Karte. Genau, quasi hier vor. Und dann machst du hier so eine... Nee, warte. Hier so eine Verteidigungslinie. Nee, okay. So. So. Ein Live-Replay. Wo sind die? Kommentiere ich dann. Also Leute, hier seht ihr spartanische Frauen bei der Arbeit. Was? Spartanische Frauen bei der Arbeit. Ach so, ich habe gerade was Komisches gehört. Okay. Naja, wenn es zu wenig Männer gibt, dann die Frauen können... Oh, Frauen sind weg. Vor allem in Sparta, ne? Das ist halt, war ja ziemlich krass bei denen. Ja, naja, das war komplett anders. So. Periökische Pikiniere. Ich schaue mir den Sonnenuntergang. Tu das. Warte. Muss ich die jetzt wirklich mehr oder weniger einzeln aufstellen? Ich glaube, die Restchen sehe ich einfach nicht, oder? Kann das sein? Nee, die siehst du noch nicht. Aber die da hinten sehe ich dann wieder, oder was? Ja, sehr logisch. Absolut realistisch. Die Restchen stehen wahrscheinlich einfach hier in dem Baum drin. Ja, wahrscheinlich. Also entweder hier oder... Also dazwischen ist wahrscheinlich so eine Senke, keine Ahnung. Kannst du vorspulen? Ja, ich versuche gerade. Oder das... Ein paar coole Aufnahmen zu machen für mögliche Trailer. Ach so. Ja. Aber das können wir dann ja einfach rausschneiden. Also dann später. Ja, genau. So die ganze Worte zeigen. Was genau hast du da jetzt in Blau hingemalt? Ein Smiley. Ah, okay. ja. Bisschen. Kannst ja deine bisschen anpassen. Also quasi. So. Also, dass deine Front nicht so läuft, sondern eben Ding. Ich sehe jetzt schon, wie es mir jetzt wieder die komplette Formation auseinander nimmt. Ja. Ja, echt? Ah, fuck. Okay, dann
Easy Boys. Hackers. Easy. Die Damen beeilen sich aber auch ganz schön. Hm. Okay, der hat auch Pikiniere 2, 3. 2, sehe ich gerade. 3, 4. Mach mal wieder lang. Ja. Okay. Gut, mir hat die Formation nicht komplett zerlegt, aber halt ein bisschen zerrupft, sag ich mal. Okay, der hat 1, 2, 3, 4, 5 Pikiniereinheiten. Das ist schon eine heftige Armee. Ja. Spartaner! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Hey, du Sparta! Ja. ich habe nicht gesagt, dass ich hier nicht gewinne. Hallo? Würde ich nie behaupten, sowas. Sparta! Tu doch nichts Leichteres, als dem hier jetzt voll seine Armee auseinander zwiebeln. Doppelte Geschwindigkeit! So, noch ein bisschen hier. Ja, den größten Respekt habe ich aber, muss ich sagen, vor seiner Kavallerie. Königliche Kavallerie. Ja, das ist keine schlechte Kavallerie. General! Kompliten Phalanx! Der General ist halt echt so eine geile Einheit, Mann. Der hat einfach jetzt schon 118 Grundmoral. Oh Gott. Allein wegen dem gewinnst du. Okay, schnell dadurch, damit die hier wieder schön ihre feste Formation einnehmen können. Genau. So. Steht hier sicher? Gut aus. Männer wanken. Ah, voll gegen die. Voll in die Pikiniere. Seht euch zurück! Ich glaube, ich lasse die da vorne einfach stehen. Piloten! Nehmt für sie zurück, die verlieren. Eure Befehle? Schnelles Marschieren! Die Einheit fliegt mir jetzt wahrscheinlich. Die Einheit war halt einfach schon hinter der Fahrt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, halt Schwerträger noch. So. Periökische Hopliten! Doppelte Geschwindigkeit! Verstanden! Die brechen jetzt auch zu sehen. Tun sie. Mhm. Haben nur noch 13 Einheiten. Doppelte Geschwindigkeit! Ich erwarte eure Befehle. Genau, ja, schick die Pikiniere zurück und tu deine Kompliten vor. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General wird angegriffen. Wenn ich irgendwas hasse, dann ist es Plänkler-Kavallerie. Ja, die könnte wirklich zu deinen Feinden sein. Nichts behindert das. Zu euren Diensten. Ja, jetzt kommen die Elefanten. Aber die machen, glaube ich, nicht so krassen Damage jetzt. Speerträger! Kampfbereit und willig! Mädels, wo seid ihr? Geht da raus! Ren, wir verfluchten! Okay. Der Feuer! Ja, oder nee, lieber alles auf die Elefanten. Alles auf die Elefanten. Genau, er schickt die jetzt hier rum, in die Flanke. Was, wen, wo rum? Seht
deine linken Soldaten hier rum. Nein, euch nicht. Wir stechen ihnen mitten ins Herz. Alter, Koordination ist da. Befehle? Doppelte Geschwindigkeit! Der General, irgendwas Tolles. Ja, hier rein, hier rein. Vor der Kanne in die Seite von. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Super. Der war sehr gut. Der war richtig gut. So. Und jetzt wieder deine linke Flanke weiter bis hierhin und dann chargen. Zu euren Dienst. Ah geil, deine die Kavallerie gepinnt. Das ist super. Doppelte Geschwindigkeit. Also du hast ja schon die Ah, da drüben bricht gerade Kavallerie durch, oder? Auf unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Aktuell sieht dieser Balken da unten zumindest relativ ausgeglichen aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, jetzt fangt deine ganze Rechte. Jetzt musst du mit denen. Deswegen ist, ich kann mit der rechten Flanke nicht zurückweichen. Das bringt, glaube ich, nichts. Da muss ich lieber mit der. Speerkämpfer bereit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff. Ich glaube, ich lieber hier so Stück für Stück alles auseinander. Doppelte Geschwindigkeit! Ja. Deinem General geht's auch nicht gut. Versuche mit dem General zu brechen. Raus. Oder am. Ja. Doppelte Geschwindigkeit! Weil hinter ihm selbst sind Pekiniere. Ja, da, super. Die fliehen super. Jetzt. Hier. Fliehen sein. Ja. Super, super. Genau, super. Und jetzt bauen eine neue Linie auf. Sehr gut. Das hat ein General wieder. Das ist ein Schändlicher. Der tut den General weg. Sorry. Ja, ich. Aber komm, super. Unser General ist gefallen. Ja? Okay. Ja, aber es ist noch nichts verloren. Fokussiere mit deinen Leuten am besten die Figur von ihm. Königliche Spartaner! Und jetzt eine neue. Periökische Hopliten! Wie ihr Befehl! Tödliche Geschosse bereit! Speere bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Aus, schnelles Marschieren! Also wie in deine rechte Flanke steht halt immer noch an. Und wankt nicht. Also jetzt wankt er aber krass. Wie lange der ausgehalten hat. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff! Für die Elefanten vor sich her schieben. Alter. Königliche Spartaner. Deswegen sind sie müde. Weg hier. Gut. Und Zeug wegtun. Alter. Periökische Hoplin. Verstanden. Wie ihr befehlt. Wir erwarten eure Befehle. Vorwärts. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die Frauen fliehen, bitte. Schnell vorrücken! Die Frauen sind die anderen.
quasi gerade noch standhaft hält. Speerkämpfer bereit! Kommandant! Okay, wenn du das noch gewinnst. Bin ich eindeutig der heftigste Spartaner, der jemals gelebt hat. Schnelles Marschieren! Alter, schau dir das aber mal an hier, wie viele ich von dem mitgenommen habe. Ja gut, aber jetzt wankt meine Generalseinheit auch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Oh lol, meine Frauen haben sich nochmal gefangen! Ran da, Mädels, ran! Ja, aber jetzt kommt ja schon die Kavallerie. Nee, die Kavallerie kommt gar nicht. Ja. Psst. Alter, wie einfach ist Wald abstehen das. Scheiß auf den General. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Wir brauchen General, hallo? Schon, ne? Töte seinen General! Los! Pekiniere! Tötet es! Bastane! Oh, schade. Vorwärts! Angreifen! Befehle? Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! Ich sag da hin, nicht da hoch. Da! Schnell vorrücken! Doppelte Geschwindigkeit! Ist blöd, um über die Leichen zu stiefeln, oder was? Für Ruhm! Rückt vor! Oh, ran da! Ich weiß ja nicht, wo ihr gerade hinrufen wollt, aber... Weißt du, die wollen gerade irgendwo dahin. Einfach den Pinsel aussetzen. Angreifen! Ja, gerade hat das nicht so, oder? Gerade backt er ein bisschen rum. Ja, nicht nur ein bisschen. Ja, ich sehe auch deine... Ah, die sind gerade in Level aufgestiegen. Ah, cool. Periökische Hopliten! Ja, und da fliegen sie. Da ziehen sie durch. Aber du hast, glaube ich, ziemlich viel mitgenommen. Ja, war halt lang nicht genug, also. Naja. Vor allem, das war mein einziger spartanischer General, also der einzige... Von deiner Familie. Ja, genau. Okay. Jo. Ja, schau mal, der eine... 350 fast, Mann. Nicht also der schlecht. Hat wirklich mehr... Ich habe wirklich mehr von ihm getötet, als er von mir, aber er hat halt viel mehr Einheiten gehabt. Ja, klar. Also sein Vorteil war halt, dass er am Anfang so viele Fernkämpfer hatte, ne? Also, die sieht man ja hier jetzt nicht. Das ist ja nur die erste Armee, aber die zweite hatte ja nochmal genauso viel. Ja, genau. Ja, aber die Mädels haben auch gut durchgeräumt mit 125 Kills. Das ist nicht zu verachten. Ja, das stimmt. Also, dass mein General mal mehr als 3 Kills hat, ist aber auch was Besonderes. Ja, sonst bringst du den nicht so ein, oder? Ja, weil ich denke mir, also gut, später bei den krasseren Armeen ist es dann egal, weil da brauchst du den General so gesehen nicht mehr. Aber ich habe halt keinen Bock, dass mir die Generäle sterben, deswegen denke ich mir lieber, jo, bleib du ein bisschen im Hintergrund und lass die anderen das machen und sei du einfach nur motivierend. So. Ja. Aber an sich, den. Ja, am Anfang kann man den wirklich ein bisschen zurücklassen, aber dann, wenn man ein Gefecht gewonnen hat, eben weiterspielen und die ganzen gegnerischen Einheiten noch mit dem General ein. Damit der auch auflevelt. Ja.